Guten Tag, ich bin der Gusoa, ich spiele mit euch eine Runde Clash of Clans. Wir sind in den Clanspielen, wollen natürlich wieder Gas geben. Ich probiere natürlich schnellstmöglich mich durch die Clanspiele bzw. durch die 3000 Punkte zu manövrieren. Und ich glaube, der Puster ist da eine gute Möglichkeit, um 100 Punkte zu bekommen. Denke ich schon. Das sollten wir relativ gut hinkriegen. Ich habe einen Vorteil, mir ist die Queen, glaube ich, in der Zeit noch gar nicht down gegangen. Das ist natürlich wirklich so eine gute Sache, dass man die natürlich immer dann zur Verfügung hat. Hier hätten wir einen Puster, wo haben wir den anderen? Aber ich meine, wenn ich einen schon beim Angriff bekomme, ist das ja schon ganz schön exzellent. Gucken wir mal, wo hat er denn die anderen? Bin ich blöd? Wo ist der... Ah, da... Okay. Dim, 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 dim. Queen. Auch wieder die vier Dinger hier. Und dann... Ja, ich würde mal sagen, ein bisschen clearen. Ein bisschen clearen und dann gucken wir mal, was wir da rauskriegen. Weil jetzt haben wir keine Mauerbrecher. Ganz, 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 ganz wichtig. Somit wirklich gucken... Ey, komm, Queen, du gehst rein, bitte, ja? Ja, genau, genau, genau. Das reicht ja schon, das reicht ja schon. Und dann aber, aber wiederum mit dem King dann, nee, komm, lassen wir. Ich glaube, das lassen wir. Zack, Queen geraged. Sorry for that. Ich hätte ja theoretisch schon weitermachen können, aber das Problem ist, ich habe halt keine Mauerbrecher. Ich habe keine Mauerbrecher. Und das ist dann wirklich definitiv ein Problem, weil mir die halt beim Angriff fehlen, klar. Ich habe wieder schön meine Heiler verballert. Die gehen natürlich jetzt echt hier weg wie geschnitten Brot. Da müssen wir wirklich gucken, dass wir da safe bleiben. Gucken wir mal, können wir? Ja, wir können trotzdem angreifen, weil vielleicht hat einer einen Puster noch draußen zu stehen. Oder relativ weit draußen. Das ist natürlich jetzt hier denn echt wirklich die Möglichkeit, so eine Challenge sollte man dann nicht unbedingt mit Lufttruppen machen. Ich glaube, das wisst ihr auch. Und gucken wir mal, wo hat der was? Wo hat der was? Hat der überhaupt schon was gebaut? Town Hall 11 ist er. Somit würde er die Möglichkeit haben, die Puster zu bauen. Der hat die nicht gebaut. Kleinen Moment. Gucken. Weil wenn der die jetzt wirklich draußen zu stehen haben sollte, wäre das mega nice. Nein, der hat die nicht gebaut. Okay, schade. Da bringt nichts. Müssen wir jetzt wirklich nur gucken und dann einfach selektieren und sagen, gut, okay, ja, auch zu weit. Wir haben zu gute Base-Layouts bzw. halt Gegner. Deswegen müssen wir weiter runter, um andere bzw. schlechtere Gegner zu bekommen. Gucken wir mal. Zack, zack. Obwohl, Outlook kann ich schließen. Da habe ich mir wieder das Thumbnail rübergezogen. Und deswegen hatte ich Outlook offen. Wo haben wir was? Wo haben wir was? Wo haben wir was? Schnell, schnell, schnell. Da haben wir einen Puster und da. Ah, schade. Ärgerlich. Hier haben wir einen und da haben wir einen. Da würden wir... Ganz ehrlich, da kommen wir doch rein. Da kommen wir doch rein. Das ist doch nicht das Problem, oder? Leute, das ist doch nicht das Problem. Ich habe natürlich gar nichts zum Clearen. Ich nutze jetzt den King zum Clearen, weil ich denke, das ist eine Möglichkeit, um gut reinzukommen. Hoffe ich. Hoffe ich. Ich weiß es wirklich definitiv nicht. Kann auch komplett in den Fritten gehen. Hoffe ich mal nicht. Ja, schön erstmal Loot mitnehmen. Ganz genau. Gönn dir, Digga. Auf jeden Fall. Valkyren, ach komm, ganz ehrlich, dann supporten wir sie. Wenn sie jetzt noch nicht down gegangen sind, dann supporten wir sie. Und dann hier jetzt bitte rein. Ganz genau, mit Queen. Schön, genau. Na, wäre cool, wenn die Queen auch nochmal nicht down geht. Wie gesagt, das wäre für mich richtig doof von der Zeit her. Ah, das war unnötig. Egal. Da mal den ersten. Wie viel sollte ich? Ich glaube, 4 Stück, oder? Aber ganz ehrlich, ich meine, wenn ich Loot kriege, wie gesagt, wenn ich Loot kriege, ganz gechillt, dann nehme ich den natürlich auch. Aber ich hätte halt gern... Ja, genau. Ja, okay. Da geht definitiv gleich mein King down. Auf jeden Fall. Und jetzt schnell
dass sobald die Loons nämlich kommen, habe ich ein Problem. Also dann muss ich mich definitiv vom Kampf verlassen. Oder ich muss den Kampf dann verlassen, weil das hält meine Queen nicht aus. Ganz genau. Schnell, schnell, schnell. Ja, genau. Oh, nice. Nice. Läuft. Einer noch, oder? Ja, genau. Einer noch. Wie läuft's? Ja, passt. Passt, passt, passt. Dann gleich wieder die nächsten ausbilden. Das war wirklich hier schön direkt für Nachwuchs sorgen. Alter, die Zauber gehen mir jetzt mal richtig, richtig leer. Nicht so cool, aber was soll's. Also wie gesagt, ist auf jeden Fall meiner Meinung, also weil manche haben gesagt, oh na ja, COC ist auf dem absteigenden Ast und so weiter und so fort, passiert ja nichts Neues und so weiter und so fort. Es passiert nichts Neues, kann ich gar nicht sagen. Ganz ehrlich, kann ich wirklich nicht sagen, weil was haben wir denn hier? Wir kriegen hier direkt ins Gesicht, oder? Also wirklich richtig hart, direkt in our face, ja? Aber direkt rein. Und da ist Power da, da ist Action da, da ist alles da, ja? Und wer dann sagt, oh nee, da passiert ja nichts, weiß ich nicht. Oh, krass. Zack, zack, bam. Super geil. Der wird sich auch denken, was hat der gemacht gerade? Warum hat der mich angegriffen? Und hier natürlich wieder, Heiler müssen raus. Heiler müssen definitiv gleich gebaut werden. Dann kann, genau, sehr gut. Dann konnte ich die jetzt nämlich gleich weiterziehen. Zack. Und auch die Mauerbrecher. Dann habe ich die hier wieder. Zack, zack, zack. Ich baue die gleich wieder. Ist mir scheißegal. Zack. Zauber, Zauber, Fidibus. Wie sieht's aus? Also ich zähle immer von der normalen Zeit eine Viertelstunde, also eine Dreiviertelstunde bin ich im Game am Machen. Immerhin, ein Sechstel ist durch. Ein Sechstel ist durch. Jetzt sollten. Was ist das? Was ist das? 40 Punkte. 40. Was soll's? Was ist das? Riesenkanonen in Duellen? Nee, wie gesagt, das ist alles Märsche, also Bauarbeiterbase. Drei Gold, komm, komm, drei Goldlager, vollkommen egal. Wir müssen wieder droppen, ein bisschen. Ich hoffe, es wird nicht zu viel. Also, beziehungsweise, ich will dann. What the fuck? Natürlich bin ich dabei. Bin ich ganz klar dabei. Und zwar Kanone weg. Und dann kommen hier garantiert Teslas. Könnte ich mir vorstellen, dass er sich gesagt hat, ha. Aber wenn nicht, wäre natürlich nice. Dann kann nämlich da schön der Warden eskalieren. Das ist richtig nice. Das ist genau das, was ich wollte. Weil ich wollte ihm ja nicht wirklich was antun. Und dann bin ich natürlich da richtig gut dabei, wenn ich da schön die Helden droppe. Bam, das soll es gewesen sein. Schön noch 1000 Dunkles. Richtig, richtig nice. Nicht wirklich viele Truppen verballert, sondern schön noch was mitgenommen. Ach so, Gold. Gold bräuchte ich theoretisch. Kann ich irgendwo meinen Warden setzen? Sollte passen hier. Zack, zack. Und wie gesagt, wenn ich jetzt ein Goldlager finde, einfach easy peasy weggesnackt. Hier wäre ganz nett und ein zweites hier auch noch. Sollten wir machen können. Ohne Igelartillerie. Na. Na, der hat die. Nee, der hat die Single Infernos. Die sind mir ein bisschen zu dicht an den Goldlagern dran, ne? Sonst hätte ich da noch gesagt, gut, okay, komm, immerhin zwei Goldlager weggefischt. Genau, Serververbindung verloren. Und ich werde das für die Videos weiterhin, glaube ich, so machen, dass ich. Es ist ja, ich mache ja nicht jeden Tag Videos, sondern halt immer nur an den Tagen, wo ich halt hier bin, dass ich mich dann ransetze und sage, gut, okay, komm, was kostet die Welt? Wir legen das LAN-Kabel einfach nochmal hin, um da ein bisschen mehr ordentliche Leitung zu haben, weil es scheint wirklich nur einzig und allein am WLAN zu liegen von der Fritze, weil der DSLer selber, der kackt nicht weg, beziehungsweise das Modem in der Fritzbox ist ja logischerweise Modem verbaut. Und das könnte ja logischerweise die Biege machen, aber das ist es gar nicht, weil es ist keine Neusynchronisation, sondern wirklich einfach nur, dass das WLAN-Signal abbricht. Und das geht natürlich nicht. Besonders wenn du gerade in einer Challenge bist, geht nicht, geht absolut gar nicht, da dann irgendwie einen WLAN-Disconnect zu haben.
Deswegen ist es für mich wirklich ein leichtes, da zu sagen, gut, okay, komm hier, Kabel wird gelegt und fertig. Tut doch gar nicht weh. Eins, glaube ich, war es. Dann hätten wir hier noch zwei. Also dann würden wir theoretisch die Challenge jetzt gleich beenden können. Wäre natürlich ziemlich cool. Ich droppe Wut, dass ich mir halt wirklich noch den Loot gönnen kann. Und dann sollte das ganz gut passen. Das ist ganz gut. Hier die Äußeren werden wir garantiert nicht angreifen müssen, weil die Queen dann halt im inneren Bereich sich rumkämpft. Ja, oder so. Die sagt sich halt schön, ich gehe mal von einer auf der andere Seite. Richtig nice. Nicht so cool, aber gut. Ist dann halt so. So, Queen, mach mal was hier. Du wirst hier ganz schön ausgebeutet von den anderen Sachen. Nicht, dass du jetzt noch sagst, oh, ich gehe außen rum. Das wäre jetzt richtig fail. Das könnte ich gar nicht gebrauchen. Eigentlich sollte die reingehen. Das wäre, ja, genau, geh mal raus, tu mal, was du kannst, ey. Nee, komm, hier, da ist auch kein Loot mehr zu holen. Dann ist das natürlich, das war für einen Sack, auf jeden Fall. Schade, ich hätte in dem einen Angriff hätte ich alles sicher machen können. Das ist nervig. Auf jeden Fall, nee, zu gut. Da. Nee. Das ist echt ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Wäre die reingegangen, hätte ich da definitiv weniger Ärger gehabt. Aber hier können wir und da können wir. Jetzt gucken wir bloß, wie wir das am besten reißen hier. Barbaren und dann hier die Archer. Ganz genau, einfach nur, weil ist kein Splash Damage, vollkommen egal. Deswegen hier, zack, noch ein paar Mauerbrecher ran und dann hier die Archer. Dann sollte das passen, ansonsten nehme ich halt die Queen ran. Aber ich denke, na obwohl, ach komm, dann nehmen wir die Queen. So ist das halt. Zack, schnell noch hier das Lager weggesnackt, passt. Das war's dazu. Einwandfrei, sehr gut, sehr gut. Ich mache mal wieder eine Anfrage wegen Truppen, egal, danke. Gucken wir mal, ob hier Bowler gespendet. Ja, ich macht mal alle Anfragen. Ich spende gleich in der Challenge. Bitte nichts spenden. Ich mach das dann. Dann gucken wir mal, wie viele Anfragen sind. Und wenn genügend sind, zack, gleich durch und fertig. Also wie gesagt, ein bisschen Organisation ist da definitiv vonnöten, dass man sieht, Alter, das ist alles Bauarbeiterdorf, das ist Kacke. Meiner, ja, okay, komm, ist egal. Dann werden halt meiner ausgebildet, ja. Dann ist das so. Kommen die weg, die Miner, wie viel? 10 Stück immer? Komm, Bau. Hau dir den Bau voll. So, zack. Wie viel Miner? Gucken wir nochmal kurz. Verdienen. 8 Tunnel. Ja, okay, gut. Ja, komm, komm, komm. Aber müssen halt auch Low-Account sein. Ja, genau, etwas von Gusua, ganz genau. Dann, wie gesagt, kann ich mich darauf vorbereiten. 8 Miner müssen es, glaube ich, sein. Und dann passt das. Dann nehmen wir hier die nächste. Habe ich sie schon ausgewählt? Nee, wa? Nee. 5 Sterne, klar. Jetzt natürlich gleich die 100er Challenge auf jeden Fall, weil wir wollen halt logischerweise was auf die Reihe bringen. Wir wollen, dass sich das Rädchen weiterdreht. Und dann müssen wir halt auch ein bisschen was abliefern, ganz klar. Oh, die Folge geht wieder lange. Aber ich will euch das einfach geben. Ich will euch das einfach geben. Aber nee, das wird sonst zu eng. Das wird sonst zu eng. Sorry dafür, aber den Rest seht ihr in der nächsten Folge. Wie gesagt, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz rauf. Wir sind bei 590 und wir haben gebraucht 1,5 Stunden, die halbe weg. Also knapp eine Stunde sind wir dabei. Und naja, ist nicht der Knüller. Also da war er schon richtig, richtig schnell, würde ich sagen. Das war's von mir. Haut mal rein. Ciao, ciao.